Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute den Frank Asmus, Top Executive Coach, Experte für strategische Kommunikation, zu einer Kaffeerunde eingeladen. Frank, du bist ja ein alter Freund eigentlich dieses Podcasts. Du warst ja damals schon im Markenrebell-Podcast zweimal da. Wir werden auch diese Podcast-Folgen verlinken. Vielleicht stellst du dich kurz nochmal selber vor. Wer bist du als Privatperson für die Leute, die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen? Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Sehr gerne. Und weil ich ja schon zweimal da war und wir uns kennen, Norman, drehe ich jetzt das Spiel mal um. Magst du mich vorstellen? Einfach auch aus dem Bauch raus, völlig unvorbereitet, keine strategische Kommunikation. Wer bin ich eigentlich? Was würdest denn du sagen? Ich bin neugierig. Das ist aber echt spannend. Das hatte ich wirklich noch nie und wir sind fast bei 1000 Podcast-Folgen. Yes. Du bist für mich eigentlich jetzt will ich wirklich was Gutes auch sagen, ja? Ich bin ja völlig unvorbereitet. Michael R. Jordan bist du für mich. Okay. Im Top Executive Coach. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt so in den letzten Jahren gewachsen ist. Ja, also Coach kann sich ja jeder nennen, ja, sondern auf einer qualitativ exzellenten Ebene, auf einem exzellenten Level. Und dadurch hast du natürlich einen unglaublichen Einblick auch in das, was wir so als allgemein führende Wirtschaftsnation bezeichnen würden. Also, und das macht's für mich so spannend. Und auf der Seite bist du für mich aber auch so der Richard David Brecht auf einer facettenreichen philosophischen Ebene. Also du expandierst sehr interessant, finde ich, also auch aus unseren Gesprächen und Erfahrungen auf den Themen und verknüpfst es assoziativ wirklich super spannend, sodass man versteht, was bedeutet das eigentlich, in dieser Zeit zu leben, ja, in dieser herausfordernden Zeit zu leben, jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern auch Thema Digitalisierung, ja, diese ganzen Umwälzungen, die wir jetzt gerade erleben, damals vielleicht zu vergleichen mit der Industrialisierung. Und du bringst es für mich einfach so glasklar rüber, also das ist einfach eine Riesenkompetenz, finde ich auch, dass du es so messerscharf wirklich auf den Punkt bringen kannst. Und ich glaube, das ist das, was wir heute brauchen. Das ist das, was uns in der Politik zum Beispiel fehlt. Es gibt da zahlreiche Digitalprojekte, aber niemand schafft es so wirklich in, weiß ich nicht, zum Beispiel drei wesentliche Fragmente zu gliedern, sodass jeder das auch nach einem Gespräch irgendwie noch nachvollziehen kann. Ja, das ist ja sehr cool. Vielen Dank. Total. Ja, also ich kann jetzt also noch ein bisschen außenrum, also ich komme ja aus Konstanz am Bodensee, war dann in Paris, habe in Wien Theaterregie studiert und es war ja auch das erste Mal vor über 30 Jahren, dass Apple auf mich zukam, habe zum ersten Mal für Apple gearbeitet, aber dann weiter Theaterregie gemacht, war auch 10 Jahre Schauspiellehrer, aber dieser Wirtschaftsbereich wurde immer größer und so habe ich mich über die letzten 30 Jahren eben zum Experten, wie du sagst, für strategische Kommunikation und Führungskommunikation entwickelt und natürlich als Regisseur, insbesondere auf der Bühne. Also in den letzten 2,5 Jahren habe ich 300 Keynotes mitgestaltet. Also wahrscheinlich bin ich schon so der europäische Keynote-Speech-Coach, das kann man sagen. Ja. Und habe ja auch viele Speaker-Coaches mittlerweile auch ausgebildet. Und das mache ich vor allen Dingen. Also das mache ich nicht vor allen Dingen, das ist mein Hauptbereich so. Aber eben mit Top-Executives, also mit Vorständen, Geschäftsführern, Unternehmern. Und egal, ob es ein Product-Launch ist oder eine Strategie-Keynote oder auch ein Pitch. Zum Beispiel, es gibt ja auch, was viele nicht wissen, auch interne Pitches. Ja, dass zum Beispiel dann der Entwicklungschef zum Beispiel, oder ich hatte es im anderen Fall mit einem Finanzmann, der hat in einem Konzern pitchen müssen für 500 Millionen. Ja. Da sitzen dann die anderen Vorstände und noch andere Abteilungen, da musst du pitchen. Ja. Also sowas mache ich eben viel. Ja, stark.
Da habe ich gleich noch nachher eine Frage, schreibe ich mir jetzt gerade auf. Ich habe ein Interview letztens von dir gesehen und da war, glaube ich, die letzte Frage, welche Frage wurde dir noch nie gestellt, die du aber selber gern beantworten wollen würdest? Und du hast gesagt, das ist die Frage, warum mache ich das hier eigentlich alles? Ja. Ich würde dir heute eine Frage stellen, die du wahrscheinlich garantiert noch nicht beantwortet hast, weil die hast du ja schon beantwortet. Ja. Und zwar ist das die Frage, muss ich gleich noch ein bisschen ausholen, die Frage, warum nicht? Ich finde, die Frage nach dem Warum ist immer eher so eine Reflexion von dem, was war. Also was waren ursprünglich mal die Gründe, warum ich mich entschieden habe, das zu tun, was ich heute tue? Und das Warum nicht ist so dieses kreative Aufmachen. Kannst du dir vorstellen, dass? Und dann ist es eher so nach vorn gerichtet. Mhm. Gibt es so dein Warum nicht? Also könntest du dir vorstellen, Pilot zu sein? Oder so? Gibt es so ein Warum nicht in deinem Business? Also ich kann mir alles vorstellen. Es ist immer eine unbefriedigende Aussage. Warum? Weil ich bin natürlich Künstler. Das heißt, ich liebe Kreativität, ich liebe Überraschungen. Ich bin zwar glasklar positioniert, aber ich kann mir immer alles vorstellen. Ja. Auch wenn ich im Unternehmen, weißt du, am Montag eben ging es wieder, habe ich ja gesagt, um Product Launch. Und auch während dieses Prozess haben mich immer gefragt, ja, könnten wir das, wäre das auch so vorstellbar? Und dann habe ich gesagt, natürlich, kann man sich auch so vorstellen. Das ist immer, es gibt dann halt immer für und wider, die einem einfallen. Also ich kann mir alles Mögliche vorstellen und ich bin auch neugierig mit meinen 56 Jahren, wo meine persönliche Reise auch weitergeht. Also ich bin selber auch, ich bin bei anderen extrem neugierig immer und sehr verbunden, aber mit mir selber auch. Ne? Ja. Diese Reise war ja auch nicht geplant. Das kann man ja gar nicht. Ne? Ich konnte ja nicht vor 40 Jahren sagen, hier, ich werde der Keynote-Coach und selber noch Top 100-Speaker. Das gab es vor 40 Jahren gar nicht. Ja, also ich bin ja einfach auch der Freude auch viel gefolgt. Ja? Ja. Also die Freude, finde ich, ist ein guter Navigator im Leben. Ja, das ist übrigens auch eine, das habe ich so in meinem Intro über dich vergessen, ja. Dass im Grunde ein ganz interessantes Spannungsfeld bei dir existiert oder für mich wahrnehmbar ist. Auf der einen Seite bist du total open-minded, also offen für Ideen, für Anregungen, für Gespräche, für alles. Und auf der anderen Seite, wie du gerade selber gesagt hast, sehr glasklar, präzise auf den Punkt. Du kennst deine Kompetenzen, du weißt, welchen Projekten du dich widmest und so weiter. Und wenn ich mir mal anschaue, in den Unternehmen, die ich berate, oder wir launchen jetzt gerade die erste digitale Pflegeplattform, cool, entsteht ja eine Liebe zu einem Produkt. Wir launchen das jetzt Juni, Juli 2021 haben wir. Mhm. Und diese Liebe führt ja dazu, dass die ja immer größer wird, ja, und immer komplexer. Wie schafft man es, wieder zurück zum Fokus zu finden? Also, dass du wirklich sagen kannst, wir haben jetzt ein Jahr lang Entwicklung hinter uns. Wie baue ich jetzt eine Pitch-Präsentation, weil wir es vorhin hatten, auf, sodass ich dem Investor erklären kann, ohne dass der so tief drin ist wie ich jetzt gerade, ja, und so verliebt und so betriebsblind, wie schaffe ich es, das zu fokussieren, das Glas klar auf den Punkt zu bringen? Ja, also ich würde erstmal sagen, ich bringe mal ein banaleres Beispiel. Zum Beispiel, ich werde häufig gefragt, wieso fährst du in die USA zu der NSA? Übrigens nicht die NSA, die uns abhört, der National Speaker Association, also dem Speakerverband in den USA, oder auch hier in Deutschland, der German Speaker Association, weil ich da hinfahre und eben mit neugierig und mit großen Augen mir alles anschaue, sozusagen, was machen die anderen? Ich finde es total spannend und ich kann viel oder fast alles wertschätzen, ohne dass ich vielleicht das so machen würde. Ja? Also erstmal dieses Totale in die Offenheit zu gehen bei so einer Veranstaltung. Und dann überprüfe ich aber sehr genau, ist es für mich selbst stimmig? Mhm. Ist es für mich selbst stimmig? Und was ist denn Stimmigkeit? Also aus der Kommunikationspsychologie herausgehen, ist Stimmigkeit, hat drei Aspekte. Das eine ist Authentizität. Also ist es für mich authentisch? Also kann ich das vertreten? Fühlt sich das für mich selber gut an?
Das andere ist gelungener Adressatenbezug. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neue Produktidee habe oder eine Beratungsidee, dann gucke ich mir eben auch an, passt es zu meinen Adressaten, mit denen ich eben gerne arbeiten würde. Mhm. Ja? Und das dritte ist bei Stimmigkeit Kontext. Also passt es jetzt in die Zeit oder in diese Situation? Vereinfacht gesagt kann ich sagen, das Wichtige, und vielleicht kennst du den Satz von mir auch, das Wichtige aus meiner Sicht ist, von sich so tief wie möglich auszugehen und Achtung, dann vom Kunden her zu entwickeln. Mhm, sehr cool. Ja, sie, viele Speaker, Trainer, Coaches und auch Einzelunternehmen sind positioniert in dem Nirvana dazwischen. Mhm. Die sind nicht wirklich bei sich und sie sind nicht wirklich beim Kunden. Das kann man auch nicht ihnen vorwerfen. Das ist ein schwieriger Prozess, weil du musst erst wirklich dich befragen und dann musst du den totalen Perspektivwechsel machen hin zum Kunden. Da musst du hören, was sagt der Kunde über mich. Ja? Mhm. Und ich bin auch extrem, so wie ich in mich selber hineinhöre, so nehme ich, was der Kunde über mich sagt, extrem sensibel war, weißt du, so, weil das ist das Potenzial, was ich jetzt sozusagen als Problemlöser dann, wo ich hingehen kann, sozusagen. Es gibt ja eigentlich nur, du kannst auch drei Kreise ziehen für deine Positionierung oder deine Produkte oder deine Dienstleistung. Das eine ist der Kreis, was macht mir Spaß? Der nächste Kreis, mit was verdiene ich Geld? Und das dritte Kreis, wo hast du das herausragendste Feedback beim Kunden? Ja. So, und dann siehst du dann so eine Übereinkunft und dann ist es da. Und natürlich bei NGOs ist es mit dem Geld dann hinten angestellt. Ja, ja, klar. Ja, super spannend. Was hat sich aus deiner Sicht, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, wobei das sicher auch interessant ist, weil so ein Pitch muss ich ja präsentieren. Ich muss mich präsentieren. Ich muss mich auf eine Bühne stellen. Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, wie lange unser Podcast, unser letzter zurück ist. Ich glaube, so 2 Jahre ungefähr. Was hat sich in der Zwischenzeit auf den Bühnen verändert für Unternehmenslenker, für Entscheider, für Leute, die Verantwortung tragen für das Thema Digitalisierung, für digitalen Wandel in den Unternehmen, aber vielleicht auch bedingt jetzt durch Corona? Was ist jetzt danach das große Ding? Also erstmal muss man sagen, natürlich in den letzten Jahrzehnten hat Public Speaking enorm an Bedeutung gewonnen. Ja, weil jeder hat irgendwie so ein Smartphone und früher hat der Vorstandsvorsitzende hinterm Pult stehend 1,5 Stunden seine Mitarbeiter gelangweilt, ja, hat niemanden groß interessiert und niemand hat es auch wirklich wahrgenommen, ja. Mhm. Jetzt ziehen die Leute ihre Smartphones schon seit vielen Jahren schon raus und filmen damit. Und dadurch kam unglaubliche Bewegung in diesen Speaker-Bereich sozusagen. Du weißt ja auch, es kamen herausragende Plattformen wie TED plötzlich auf. Und man misst sich dann auch daran. Es kam Gedankentanken, Greater heißt es heute und so weiter und so fort. Also, und es ist ja auch nicht schlecht. Warum? Weil im alten Athen, in der Demokratie, das waren ja nur Männer leider, aber eben da ging es los, Männer und Bürger, war eben dieses öffentliche Sprechen eine Grundfertigkeit. Weil in der Demokratie ist es eben wichtig, Position beziehen zu können und vielleicht auch andere Menschen mit dem, was du sagst, überzeugen zu können. Und das hat extremst zugenommen mit allen. Und nehmen wir mal, als wir immer gesprochen haben über Steve Jobs zum Beispiel, ja, der so ein Unternehmen so schnell zu skalieren oder wieder in einen positiven Bereich zu führen, das geht halt über die persönliche Sichtbarkeit eines CEOs. Deswegen hat CEO-Kommunikation auch so zugenommen. Ne? Mhm. Wir haben damals gesagt, weißt du ja noch, er war wahrscheinlich der Erste, der eine Keynote des CEOs zum Zentrum der strategischen Kommunikation eines Unternehmens gemacht hat. Ja. Ja, absolut. Das funktioniert wahnsinnig gut. Also auch so ein Elon Musk, ja. Mein Tesla war ja ohne seine Auftritte gar nicht denkbar. Ja. Mhm. Weil er tritt auf und plötzlich reservieren 600.000 Leute ein Auto, von dem sie nicht sicher sein können, dass sie ein Auto bekommen. Damals war es nämlich noch ein Startup. Aber sie konnten nicht einmal sicher sein, ob sie ihre $1.000 zurückbekommen. Ja, also was für ein Wahnsinn. Aber es ist halt so, Menschen folgen Menschen. Ja, und wenn der CEO oder der Gründer sichtbar wird und uns überzeugt, jeder Überzeugungsvorgang hat mit Identifikation zu tun. Und deswegen geht es so gut über eine Identität. Ne? Identität schafft Identifikation. Mhm. Und das hat also brutal zugenommen. Und dann gibt es dann noch Auswirkungen auch in den professionellen Speaker-Markt, ist klar. Also immer mehr
sagen wir mal, kleinere Unternehmen haben auch verstanden, wenn sie jetzt zum Beispiel Coach sind, haben auch verstanden, dass ein Auftritt halt unglaubliche Sichtbarkeit bedeuten kann. Ja? Also klar, ich kenne eine Trainerin aus Österreich, die ist einmal aufgetreten und war dann für das ganze Jahr ausgebucht. Sowas gibt's, ne? Nicht immer, aber sowas gibt's. Oder ich kenne zum Beispiel einen der erfolgreichsten Zahnärzte, das ist kein Witz, ja, mit dem habe ich auch gearbeitet, der gewinnt seine Kunden durch Fachauftritte. Ist unfassbar. Ja, krass. Krass, ja? Also diese persönliche Sichtbarkeit. Also wir können heute alle Sender werden. Und Ja. Speaking heißt ja nicht unbedingt nur auf der Bühne, sondern heißt ja auch nachher im Video. Oder ich meine, wir sind ja alle Speaker, wir reden ja auch schon bei WhatsApp den ganzen Tag rein und so. Das ist ja alles Speaking. Oder anderes Beispiel, waren das jetzt vor ungefähr 3 Wochen, 4 Wochen schon, habe ich eine Webinarschulung gemacht für Vertriebler. Weil die Vertriebler haben vor Corona 1:1 Gespräche geführt. Jetzt machen sie ein Webinar, da sind 700 potenzielle B2B-Kunden drin. Und natürlich brauchst du da andere Skills. Weißt du? Norman, früher so zu 1:1, kein Hat Problem, gereicht. hat gereicht, aber es sind 700 Leute da. Da musst du schon ein bisschen anders agieren. Ne? Also, Aber wird das so ernst genommen jetzt? Also wird das von den Entscheidern tatsächlich auch so getragen? Weil mein Eindruck ist, es ist oftmals eine Marketingfalle, ja, dass die Leute glauben, ich brauche nur genug Budget irgendwie in Advertising packen und das in die entsprechenden Kanäle feuern, aber mich selber zeigen, mich selber zum Botschafter der Marke machen, ja, oder Personal Branding Strategien umzusetzen, das ist noch so ein bisschen verhalten, zumindest in Deutschland. Total. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also, absolut. Ich meine, es geht ja schon da los, wenn du vorher gesagt hast, Experte für strategische Kommunikation. Wenn du richtig gute strategische Kommunikation machst oder Führungskommunikation auf der Bühne, da kannst du dir eigentlich viel Werbung sparen. Sorry für die Agenturen, die gerade zuhören. Ja. Genau, ja. Natürlich ist Marketing wahnsinnig wichtig, aber Marketing ist erst dann wichtig, wenn eben, wie du sagst, die Positionierung und die strategischen Botschaften glasklar sind. Mal ein Beispiel. Der Elon Musk hat letztes Jahr gesagt, wir haben 2019 20 Milliarden Umsatz gemacht mit Tesla und keinen Cent in Werbung investiert. Krasse Aussage. Krass. Natürlich stimmt es so nicht ganz, ja, er hat ein bisschen vielleicht gemogelt, aber seine Auftritte als CEO auf der Bühne sind so glasklar, was die Botschaften betrifft, dass sich da die Welt und die Inszenierung ist halt auch ansehnlich und spannend und lustig, dass sich da die Welt draufstürzt. Dann braucht er keine Werbung mehr. Dann macht es keinen Sinn, irgendwie, was weiß ich, eine halbe Milliarde in irgendwelche Plakate reinzustecken, die eh keiner wahrnimmt. Ja? Das ist also, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, das schreibe ich auch in meinem Buch, dass eben strategische Kommunikation ist wichtiger als Werbung. Eindeutig. Und Marketing ist in Wirklichkeit die Inszenierung der strategischen Botschaften. Zum Beispiel auch Werte sind ja auch strategische Botschaften. Da, ne? Sind wir uns ja einer Meinung. Ich meine, Steve Jobs hat damals schon gesagt, 97, Marketing is about values. Das verstehen viele nicht. Aber das ist natürlich total geil. Also er hat nicht 97, als Apple kurz vor der Pleite war, irgendein Produkt als erstes nach vorne gestellt, sondern eine unglaubliche Erhöhung des Marketingbudgets kurz vor der Pleite reingesteckt in diese berühmte, weltberühmte und vielleicht stärkste Marketingkampagne aller Zeiten, nämlich in die Think Different-Kampagne reingesteckt. Also wo man Leader der Welt gesehen hat, Gandhi und so weiter, und immer mit diesem Think Different. Ja, und ein Text, den er in der ersten Aufnahme auch noch selber gesprochen hat. Also da wurden Werte transportiert, die ja, auch wenn viele vielleicht Apple kritisch sehen, aber diese Werte leben in Apple nach wie vor Bis fort. heute, Das ist ja, ja bis absolut. heute. Das ist Ja. absoluter Hammer. Also ich unterscheide dann eben auch so Stufen des Leaderships. Ja, es gibt gute Manager, die können intellektuell überzeugen. Es gibt Führungspersonen, die gehen schon mehr so in eine Coaching-Richtung, die können Menschen emotional gewinnen und vor allen Dingen auch Veränderungen gewinnen. Das ist schon die nächste Stufe. Und dann gibt es Leute, die schaffen eine Kultur über Vision, Mission, Werte, Strategie. Ja, du kennst ja den Spruch, Great Leaders create Culture. Und der Peter Drucker, der Urvater der Führung, sagt ja immer,
Culture eats strategy for breakfast. Ja. Weil die natürlich machen Strategien erfolgreich. Ja. Aber wir haben so viel Komplexität und Bewegung im Markt und in der Welt, dass du vielleicht nach einem Jahr wieder die Strategie verändern musst. Vielleicht sogar nach 3 Monaten, wenn Corona ausbricht. Ja? Ja. Das heißt also, was macht eine Organisation schnell, also flexibel, aber gleichzeitig auch stabil? Es ist die Kultur des Unternehmens. Das ist ein super interessantes Stichwort. Ich hatte gestern oder vorgestern einen ganz spannenden Austausch zum Thema Bio-Leadership. Und zwar geht es im Grunde, oder ist die Anlehnung an die Regeln der Natur wieder mehr in den Fokus zu rücken und die Frage, ob das nicht unsere Chance ist, aus der Digitalisierung auch menschlich zu wachsen in unseren Führungsqualitäten. Ja. Das heißt, das, was jetzt vielleicht in der Vergangenheit oder in der Industrialisierung ein Thema war, zu sagen, ich muss Gewinner sein, ich muss in den Wettbewerb, ich muss gegen meine Mitwettbewerber vorgehen und der Gewinner kriegt alles, Monopolstellung und so weiter. Versus Beziehung, Verbindung, auch Wertschätzung, Kooperation, ja, also all das, was wir eher so auch mit der Natur verbinden. Mhm. Und das hat mir irgendwie so diesen Begriff gegeben der regenerativen Organisationskultur. Also weißt du, nicht vom Verbraucher kommend, sondern zum Auffüller. Weil ich glaube, dass, jetzt sind wir schon in dem voll philosophischen Exkurs, weil ich glaube, dass wir ein Missverständnis haben. Wir nämlich geglaubt haben, dass durch die Digitalisierung wir als, oder der Wert unserer eigenen Persönlichkeit abnimmt oder ersetzt wird und mehr so das Maschinelle in den Vordergrund kommt. Mhm. Aber der Gegenteil ist ja der Fall. Das, was du erzählst, ist ja Hochtechnologie von Apple, präsentiert von einem Mann. Oder wenn ich mir heute die Keynotes anschaue, dann sind es die Abteilungsleiter, die als Brands gefeiert werden auf der Bühne. Das heißt, wir werden als Menschen immer wichtiger, weil die Technologie uns hinten das Operative abnimmt. Mhm. Ja? Also dieser regenerative Aspekt, den finde ich super spannend. Und ist das vielleicht sogar das Leadership der Zukunft für dich? Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. Ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Bin ja immer vorsichtig mit Prognosen, aber ich würde mal so sagen, also jede Organisation, jedes Unternehmen ist ja eine Wertegemeinschaft, wenn ich da nochmal anbinde. Jede Bewegung ist eine Wertegemeinschaft und die menschliche Gemeinschaft auf diesem Planeten ist auch eine Wertegemeinschaft. Und es gibt Werte in unserer Weltgemeinschaft, die für uns Menschen insgesamt förderlich sind. Und es gibt andere, die, wie du ja sagst, nach vorne geschoben werden, die eher nicht förderlich sind. Mhm. Und jetzt gibt es da so einen Zen-Meister. Und der Zen-Meister, der mit dem Kyosako, also diesem Stock, ja, hinter einem steht und auf die Schulter haut, um wach zu werden, um mal diese Metapher zu benutzen, ist zum Beispiel die Klimakrise. Mhm. Das heißt, wir kriegen die nur gewuppt, aus meiner Sicht, wenn wir noch nie dagewesene gemeinschaftliches Handeln zeigen. Mhm. Das geht eben nicht mehr, dass einer sagt, ich bin der Größte und habe imperiale Gedanken und alle anderen, das geht nicht mehr, wir müssen das zusammen machen. Ja? Ja. Also das finde ich eine
jetzt mal mit großem Abstand gesehen, ja, von einem anderen Planeten, eine interessante Herausforderung für uns Menschen. Mhm. Ja. Also das wird noch, glaube ich, viel in Bewegung setzen. Und ich meine, gehen wir mal auf die Ebene von Unternehmen. Allein, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Norman. Mhm. Also ich war ja immer schon Generation Y, obwohl ich Babyboomer bin. Ja. Aber deswegen war ich auch nie angestellt. Ich habe es mit diesen Typen nie ausgehalten aus meiner Generation, die einen unterbuttern wollen in den Unternehmen. Deswegen bin ich, glaube ich, jetzt auch so gefragt, weil ich dieses Alter habe, aber Ihnen auch erzählen kann, dass das halt so nicht mehr funktioniert. Hierarchie und Co. Und das konnte man sich vor 20 Jahren auch nicht vorstellen, auf welcher Augenhöhe in Unternehmen in Deutschland, nicht in allen und in jedem auch anders, mhm. aber jetzt kommuniziert wird. Das hat sich zum Teil kolossal verändert. Und ich kenne jetzt mittlerweile eine Reihe von Unternehmenslenkern und Vorständen, auch von Aufsichtsräten, Milliardären, die man kennt, die sind so offene, kooperative Menschen, wo ich denke, wow, ja, wo kommen denn die plötzlich her? Ja? Ja. Das heißt also, wenn ich darauf sehe, dann weiß ich, was möglich ist in der Entwicklung oder jetzt mit dem Umschalten auf regenerative Energien hier in Deutschland, ja, was plötzlich möglich ist. Dieser Product Launch, von dem ich gerade erzählt habe, das ist SolarWatt, das ist der Pionier für PV-Dächer, also für Solaranlagen, für Energiemanagement und Batterie. Der hat ja durchgehalten, der Pionier, und mit einer Partnerschaft mit BMW jetzt Unglaubliches auf die Beine gestellt und diesen haben wir eben gelauncht. Die haben letztes Jahr 65% Wachstum gehabt. Wow. Wie also das heißt, geht das? Ja, genau. Also wir müssen dann für die Leute, die jetzt zuhören, sagen, das ist kein Startup. Natürlich habe ich mit Startups auch gearbeitet, die nach 3 Jahren ein Milliardenkonzern waren und heute 14.000 Leute haben. Mhm. Als Startup ist es gut möglich. Du hast andere Prozesse und so. Aber das ist ein Produktionsunternehmen, ja, das innerhalb eines Jahres 65% mehr Anfragen hat. Und nicht mehr Anfragen ist falsch, mehr Umsatz hat. Ja. Also, wie haben Sie das gemacht, Frank? Sie haben erst gar nichts gemacht. Sie haben sich total fokussiert auf diese Sektorenkopplung, was die Zukunft sein wird. Also, dass man eben nicht nur Sonnenenergie erntet, um es irgendwie ein bisschen warm zu haben im Haus, sondern eben auch Strom grundsätzlich für alle Bereiche und damit auch noch Autos fährt und so weiter. Ja. Sie waren da auch Pioniere, also weit vor Tesla. Tesla hat eben nur bessere Kommunikation auf der Bühne gemacht. Ja. Diese Glasbausteine, die da Elon Musk präsentiert hat vor ein paar Jahren, das kriegst du heute noch nicht von Tesla, ja, in Deutschland. Und funktioniert auch lange noch nicht so gut wie bei SolarWatt. Und hat auch nicht die Qualität. Also die Ingenieure bei SolarWatt haben mir gesagt, die geben ja 30 Jahre Garantie. Das ist das einzige Unternehmen, was Garantie gibt, 30 Jahre auf die Bausteine, also die Solaranlage, auf den Gerätemanager und die Batterie. 30 Jahre. Ich habe gesagt, spinnt ihr? Wie machen? Sagt doch, ein Ingenieur meint dazu, doch, doch. Also unsere Glasbausteine halten länger als dein Haus. Weißt du? Also eine unglaubliche Qualität. Darauf haben die sich jetzt fokussiert gehabt, ein Jahr lang. Aber eben die Menschheit erwacht halt. Wir müssen halt was machen. Ja. Ja. Und wenn du halt ein Haus hast, da gibt es jetzt nichts mehr dran zu rütteln. In Zukunft wird es immer regenerativer werden, ganz klar. Ja. Und du kannst halt mit so einer Anlage, hast du dann Energieüberschuss. Stell dir mal vor, in diesen Zeiten. Ja, geil. Also du könntest zum Beispiel, wenn es mit dem Klima weitergeht, so geht und du älter bist und du vielleicht auch gefährdet bist, ja, es gibt ja immer mehr Klimatote, auch in Deutschland, dann kannst du halt auch dein Haus noch kühlen. Und zwar so kühlen, dass du nicht der Erde damit wehtust oder uns damit wehtust, ja, als Menschheit. Mhm. Also, und ja, oder eben Auto fahren, ja. Also ist unfassbar. Du kannst damit Auto fahren, du kannst da auch einen Whirlpool betreiben, du kannst also Sachen machen, das ist schon toll. Aber allein der Gedanke, da muss ich kurz mal rein, ja. Ich finde das interessant. Man kann ja sagen, wir arbeiten lustigerweise auch gerade im Bereich Immobilie. Wir wollen das erste Haus mit einer echten KI ausstatten, mit der Idee, für die Bewohner die Nebenkosten zu halbieren und mit der KI dafür zu sorgen, dass, und jetzt ist das interessante Momentum und auch eine Parallele, zu sagen, wollen wir das Haus CO2-neutral kriegen oder wollen wir mehr?
Und das finde ich interessant. Also dieser Überschuss zu sagen, wir sind noch besser als CO2-neutral. Ja, das war auch interessant, als ich jetzt mit dem CEO gearbeitet habe von SolarWatt, ganz toller Typ, hat er richtig gut gemacht, also außergewöhnlich amerikanisch im besten Sinne meine ich damit, also nahbar und echt und so. Mhm. Der hat ja auch gesagt von einem positiven CO2-Bilanz, ja, aber das durfte dann irgendwie nicht so formulieren aus bestimmten Legal-Gründen, aber im Prinzip geht es darum. Ja, im Prinzip geht's darum. Ja, genau das. Und ich meine, der Hammer ist ja auch mittlerweile, ist es ja nicht, ist es ja der günstigste Strom auch noch. Ja. Die günstigste Möglichkeit, Strom zu erzeugen für dich als Hausbesitzer oder Hausbesitzerin. Dann ist es ja auch noch der nachhaltigste Strom. Mhm. Und wenn du bei SolarWatt zum Beispiel kaufst oder anderen in Deutschland, stimmt es ja auch. Ein Problem wird es, wenn du das Modul in China kaufst. Ja? Mhm. Also viele Anbieter hier in Deutschland haben chinesische Module. Mhm. Und da willst du nicht wissen, wie die produziert wurden in China. Und zwar, was die Umwelt betrifft und was die Menschen betrifft. Ja. Also doppelt im Sinne nicht nachhaltig. Ja. Also es ist der billigste, es ist der nachhaltigste. Aber da warst du ja gerade, es macht dich halt auch noch total unabhängig. Weißt du, wie geil ist das denn? Ja, Freiheit. Also, es ist total Freiheit. Ja. Das ist ein Ding auf dem, ja, also auch wenn der Energieversorger sagt, nee, mach mit dir nicht mehr, sagst du, ja, habe ich eigentlich schon lange vor, mich von dir zu trennen. Ja, also du brauchst, kannst das Kabel durchschneiden. Ja. Darfst du natürlich nicht, aber ich meine, also du machst dich halt auch echt unabhängig. Aber das erklärt auch 60% mehr Umsatz, ja, weil, 60, weil, ja. Weil du einfach den Laser ausgerichtet hast. Ja, also das ist genau der Fokus, dass du sagst, hey, ich mache nicht nur Pionierarbeit, also ich bin da auch wirklich ganz vorne mit dabei. Also super cool, ja. Sehr super cool. Eine Frage, Frank. Jetzt haben wir ja bald Wahlen, ne? Oder beziehungsweise haben wir ja schon angefangen mit dem Wählen. Warum bucht dich die Politik nicht? Die wollen wir ja immer wieder, ja. Aber ich will ja nicht unbedingt. Ja. Weil die haben es nötig, weißt du? Ich weiß, ja. Also ich weiß nicht, ob jemand drüber geredet hat. Ich darf euch das Unternehmen nicht sagen. Aber ich habe mal einen, unter anderem einen Sprachassistenten gelauncht für ein Unternehmen. Und dieses Team hat ich weiß gar nicht, 2 Jahre oder so, alle möglichen Forschungen betrieben, also phonetische Forschungen, Legal-Sachen weltweit, vertragliche Sachen, Patentrecht, alles Mögliche. Und was ist der beste Name für diesen Service? Und kam auf einen Namen, den ich jetzt nicht sagen darf, der total cool klingt und auf der ganzen Welt ausgesprochen werden kann und einfach super ist. Ja. Und auch weiblich wie männliche Form, beides steckt drin. Und dann hat eine wahre Geschichte, schreibe ich auch in meinem Buch, dann hat ein Vorstand geduscht, kein Witz, und hat dann sich einen anderen Namen einfallen lassen, der ihm besser gefällt. Dann hat er den Vorstandsvorsitzenden angerufen und der hat dem dann zugestimmt. Warum? Weil er halt den anderen Vorstand gebraucht hat für eine andere Abstimmung. Ne? Also auch Vorstände brauchen halt andere Vorstände. Und das ist jetzt nur ein Hinweis darauf, wie politisch das manchmal auch in Großkonzernen werden kann. Ja? Mhm. Also dieses politische Geschache hat dazu geführt, dass eine richtig coole Idee und eine richtig coole Arbeit von motivierenden Team in die Mülltonne gehauen wird. Ja? Ja. Und das nenne ich eben, es war sehr politisch. Und damit ist eigentlich alles schon gesagt, weißt du? Weil in der Politik ist es ja nur politisch. Das heißt, du hast da ständig mit zu tun. Ich habe für eine Partei mal eine junge Abgeordnete gecoacht für eine Rede, kein Witz, jetzt auf dem Bundesparteitag, und die hat Standing Ovations bekommen. Ja. Die hatte aber keine Chance, weil die so weit hinten in der Hierarchie ansteht. Mhm. Ja. Also es ist halt sehr, Politik ist halt sehr politisch. Und ich arbeite halt anders. Ich suche die Klarheit. Ich suche, wie man die Menschen emotional erreichen kann, überzeugen kann. Aber du hast recht. Die Politik bräuchte es, weil die Politik verliert sich häufig im Versuch, den Wähler zu bekommen irgendwie, statt sich zu besinnen auf ihre zentralen strategischen Botschaften, auf die DNA, auf die Kultur. Beispiel, die FDP hat so viele Jahre populistisch rumgezündelt, einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. Dabei war es mal eine deutsche, wie soll man sagen, eine stolze, liberale Partei, Achtung, die für Wirtschaftskompetenz steht.
Und jetzt in unserem Land, in Deutschland, die wir leben von Wirtschaftsgut, das wir exportieren, ne, ist eine Partei, die von der DNA für Wirtschaftspolitik steht, muss sich keine Gedanken machen um die 5%. Die haben immer mehr. Wenn sie da vorne jemanden hätten, der wirklich für Wirtschaftskompetenz steht. Das ist der Punkt. Die fehlen nämlich, die Persönlichkeiten. Ja. Genau. Ja. Es gibt sogar, ich kenne sogar Unternehmer, die würden da gern mehr sichtbar werden, aber die haben eben keine Lust auf dann diese politischen Spiele und ziehen sich wieder zurück. Und dann kommen die Karrieristen halt nach vorne, die halt zündeln. Also, weißt du, also jetzt habe ich eine Partei gesagt, da habe ich noch eine, auch zum Beispiel die SPD. Weißt du, wenn wir Anfragen bekommen, sind es häufig populistische Parteien, für die ich nicht arbeite. Ja? Weil die wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Aber und die stehen dann häufig auch für was. Aber die SPD hat auch einen Markenkern als älteste Partei Deutschlands. Ja, den müssten wir halt mal wieder ein bisschen herausarbeiten. und dann eben Menschen folgen Menschen. Das heißt, einen vorne oder eine oder zwei meinetwegen auch vorne ranstellen, die das auch sympathisch und kompetent rüberbringen. Und mutig sind. Weißt du, mir fehlt mutig so der sind. Mut. Ja, also klar. Ich würde gern mal beim Lanz in der Show oder bei jemand anders irgendwie mal sehen, dass diese Person sagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich einfach jetzt zu schnell war, ja, oder dass ich den Fehler gemacht habe, weil ich es einfach gut gemeint habe, ja. Sondern es ist immer so ein vorsichtiges Verteilen von Verantwortlichkeiten. Und ich verstehe das nicht, dass wir sagen, in Unternehmen oder als Unternehmer, Unternehmerinnen lernen wir, dass eine Verteilung von Verantwortlichkeiten nicht möglich ist. Ja, aber genau dieses System sehen wir in der Politik. Und deswegen ist es immer so ein Herauslavieren und ein Verschachteln von Informationen. Und diese Klarheit, die du gerade angesprochen hast, und das gekoppelt mit Mut, wäre jetzt für mich so ein Hero, der egal für welche Partei da, am besten für die richtige, dort vorn stehen müsste. Vielleicht, Frank, gründen wir auch, meine Eingangsfrage, why not, eine Partei, die von der KI bedient wird. Also die KI lernt quasi, was die Bevölkerung braucht, ja, und das völlig unabhängig und frei. Und wir haben dann Protagonisten oder Persönlichkeiten, Heroes, die vorne stehen und quasi diese KI-Partei, die ich dann irgendwann gründe mit dir, repräsentieren. Also sie präsentieren eigentlich nur das Ergebnis. Ja? Vielleicht braucht es das. Könnte man machen. Ich meine, was ich ja anspreche, ist so, was man in der Antike Ethos genannt hat. Also ich sehe halt häufig rhetorisches Wirkbewusstsein bei Politikern. Schön. Und zu wenig Authentizität. Ja. Beziehungsweise, dass sie für Ethos heißt, dass sie für etwas stehen und sagen, wo sie hinwollen. Und dann haben wir ein Angebot als Bürger und können das oder das andere wählen. Aber dieses rhetorische Wirkbewusstsein, was immer Dinge wieder verschleiert und in diese Richtung und so, und dann Politiker oder manche Politiker ohne Kern, ja, das stört mich. Ich will Leute haben, die Ethos haben. Ja? Wenn also jemand, nehmen wir mal an, noch eine nächste Partei, wenn jemand einen Grünen vor dir hast und der meinetwegen würde ein Unternehmen wie SolarWatt führen, ja, und ist wirklich Weltverbesserer, weil es sind die bei SolarWatt, ja, und sagt, hey, come on, wir müssen an die Klimakrise ran. Und dafür steht der oder die. Dann kann man sich überlegen, den oder die zu wählen. Ja? Und da gibt es wahrscheinlich eine Koalition und dann hat man verschiedene Perspektiven und Bewegungen in einer Regierung. Ja. Interessant, dass jetzt keine CDU-CSU-Beispiele kamen von dir. Ja, genau. Ja, genau. Das können wir auch noch machen. Ja. Die stehen für soziale Marktwirtschaft. Das ist ihr Markenkern und eben konservativer. Die SPD steht für soziale Gerechtigkeit. Ja. Wir wissen ja alle, dass als sie das nicht mehr gemacht haben, haben sie halt vor allen Dingen verloren. Da haben sie ihren Markenkern verloren. Weil sie halt regieren wollten oder Schröder. Ich will das gar nicht bewerten, ob das gut war oder schlecht war. Ich will jetzt nur sprechen über
Ethos, also über die Positionierung der Parteien und ihrer DNA in Wirklichkeit. Wir haben über die FDP gesprochen, Wirtschaftspartei, ganz klare Wirtschaftspartei. Ja. Aber eben nicht, Achtung, Klientelpartei, also eben nicht nur, sag ich jetzt, Hotels oder irgend sowas, ja, was sie auch jahrelang gemacht haben, vollkommen irrsinnig. Ja. Also ich meine, als Corona losging, die Wirtschaftsinstitute haben ausgerechnet, wie hoch die Inzidenz sein sollte, damit die Wirtschaft gut arbeiten kann, ja. Und die FDP hat was ganz anderes behauptet, ja, weil sie halt einen ganz schmalen Bereich innerhalb der Wirtschaft nur, wie soll man sagen, erreichen wollten mit dieser Aussage. Und das ist halt nicht stimmig, ja. Absolut, ja. Ja, also ich wünsche mir, wie gesagt, für die SPD jemand, der für soziale Gerechtigkeit steht, für die FDP jemand, der wirklich auch Unternehmertum zum Beispiel gemacht hat und zwar erfolgreich gemacht hat. Der weiß, von wovon wann er spricht, ja. Und die Grünen, klar, haben wir schon besprochen, wen gibt es noch? Also Stehen lass mal die weg. CDU, ja, genau. Ja, genau. Also, klar, die CDU so verankert und halt konservativ. Du merkst ja auch, wenn wir vorher über Werte gesprochen haben, auch Parteien sind Wertegemeinschaften. Absolut, ja, genau, ja. Ja, und ja, dann kann ich mir aussuchen, wen ich will. Das ist ein schönes Schlusswort für dieses Kapitel, weil ich habe noch ein Thema. Mein Stichwort Impact. Oh, Frank, erzähl yes, uns über dein Buch. danke. Ja, 2019, ich fange mal anders an. Weil nicht 15 Jahre her oder wann, ging es los, dass mich Verlage angefragt haben, ein Buch zu machen. Und es gibt ja in unserer Branche diese Aussage, ein Buch ist das wichtigste Marketinginstrument für einen Speaker oder einen Coach. Aber ich hatte keine Lust. Das ist wieder, was wir am Anfang gesagt haben, folge deiner Freude, ja. Freude ist der wichtigste Navigator. Ich hatte einfach keine Lust. Ich habe einmal einen Prozess begonnen mit einem Schweizer, großen Schweizer Verlag, ein ganz großer oder der größte. Habe ich gemerkt, wie die dann mit mir anfangen zu reden, will ich gar nicht. Aber 2019 kam dann eine Frau nach einem Vortrag von mir auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe diesen Verlag. Fände es einfach toll, wenn wir zusammen ein Buch machen würden. Habe ich mir gedacht, spricht mich so nett an und vielleicht ist es jetzt dran, sozusagen. Und dann habe ich mich entschlossen, ein Buch zu machen. 2019 habe ich dann den Titel und die Struktur. Das ist eben, das Buch heißt Impact, wie sie sich und andere überzeugen. Und dann habe ich das Anfang 2020 angefangen zu schreiben. Und wollte es jetzt im März rausbringen. Aber durch Corona habe ich es nochmal verschoben auf September. Aber es ist fertig. Man kann es auch schon vorbestellen. Ja, wir Ladies packen and den Link in Gentlemen. die Show Notes. Ja, Yes, danke dir. natürlich. Man kann es auch schon vorbestellen. Und worum geht es da? Es geht eben um Führungskommunikation. Es geht um strategische Kommunikation. Und es geht insgesamt um Kommunikation mit sich und anderen. Also wie kann ich jemanden überzeugen und zu Veränderungen bewegen? Darum geht es in diesem Buch. Und Change ist ja das Thema. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich glaube, wir haben ja immer über auch digitale Transformationen gesprochen, wobei mir das noch so ein bisschen zu einseitig ist, ne? Weil das hat immer nicht mit uns Menschen zu tun. Ja. Aber ich glaube, jetzt gerade Covid-Krise, Pandemie, sagen wir mal, liegt hinter uns, ja? Oder wir bewegen uns zumindest in eine Zeit mit Corona, aber auch nach Corona. Und ich glaube, das Thema Change, Veränderung für uns selber, wie wollen wir das organisieren, unser privates Leben mit der Arbeit, ja, glaube ich, dein Buch kommt zur richtigen Zeit. Vielen Das Dank. ist genau der richtige Moment. Ja. Aber du sagst auch nochmal mit Veränderungen im Beruf. Ja. Du weißt ja, ich mache all meine Calls, wenn ich in Berlin bin, morgens. Ich gehe um einen See und dann mache ich alle Calls. Und das ist natürlich jetzt nicht Digitalisierung im Sinne von Virtual Office oder so, aber das mache ich schon lange. Das heißt, man kann also auch durch diese neue Form der Kommunikation und der Geschäftsmodelle und so weiter, kann man auch vielleicht sogar gesünder auch agieren als Mensch. Ja, also alle Calls mache ich gehe um einen See. 2 Stunden lang. Fast Walking, total cool. Bin gut drauf.
meine potenziellen Kunden dann auch. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch, total geil, im Vorstand vom Versicherungskonzern. Ich ging um den See und er war auf so einem Laufband im Büro. Total geil, parallel. Also da verändert sich viel. Ja. Und auch zum Beispiel in der Corona-Zeit, ich habe ja dann sofort, habe ich dir erzählt gehabt, ne, investiert in ein kleines Studio, 10.000 Euro mit Kamera, Licht und allem Möglichen für die Keynotes. Und nebendran hier steht halt ein kleines Trampolin. Ne? Und zwischen meinen Virtual Calls gehe ich entweder in den Garten oder aufs Trampolin, am besten beides. Und wie so viele sagen, ich bin halt auch nah an meinen Kindern, meiner Frau. Also ich lebt ein viel intensiveres Familienleben. Also ja, diese, ist mir auch wichtig, ja. Du warst früher viel unterwegs, ne? Du bist viel gereist. Genau, ja. Viel gereist. Und ich habe es schon mal erzählt, also im März 2020 war Apple das erste Unternehmen in meinem Umfeld, die gesagt haben, wir machen alles nur noch virtuell bis Juni 2021. Also extremst weitsichtig. Mhm. Und als ich das gehört habe, wusste ich, die haben gute Berater, wusste ich, die gucken sich dann auch ganz genau an, ohne jede Verschwörungsfantasie, also sozusagen. Dann dachte ich, okay, wenn die das jetzt machen, dann mache ich das auch. Und dann habe ich halt sofort im März letzten Jahres umgestellt auf ein virtuelles Office. Ne? Und das ist ein Riesenboom auch. Schau dir Tony Robbins an. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute der auf so einer riesen Video-Wall da vereint und irre. Ja. Unfassbar. Es geht. Wir haben nicht geglaubt vor Corona, dass es geht in Deutschland. Genau. Natürlich werden Erlebnisse dann vor Ort nochmal intensiver. Ja, da bin ich jetzt auch mit vielen in Gesprächen, die mich als Speaker wollen. Da geht es immer darum, machen wir ein Streaming oder kommen Sie hergeflogen? Wir machen von hier aus ein Streaming oder treffen wir uns doch irgendwo draußen? Ja. Und natürlich so ein All-Hands-Meeting irgendwo in Griechenland auf einer Insel, 3 Tage, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis als im virtuellen Raum. Das ist so. Ja. Aber man kann auch im virtuellen Raum wirklich tolle Erlebnisse schaffen. Ja, vor allen Dingen auch die Möglichkeit, mit dir zu connecten. Ja? Also vielen Menschen einfach einen Zugang zu deinem Wissen, zu dir als Persönlichkeit zu schaffen. Frank, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich würde dir jetzt das Schlusswort überlassen und würde mich freuen, dich wiederzusehen, wiederzuhören hier im Podcast, dass wir unsere Serie weiter fortsetzen. Es war total inspirierend. Ich finde, du bist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, von der wir eine ganze Menge lernen können und ich danke dir für die ganzen Insights. Ja, super. Stell mir doch nochmal eine Frage, dann habe ich ein besseres Schlusswort. So muss ich mir was ausdenken. Ich habe meine Standardfrage, aber die will ich natürlich nicht hier. Doch, stell die mal, komm. Just do it. Come on, ladies and gentlemen. Okay, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern könntest, was wäre das? Ich würde nichts verändern. Ist alles gut, wie es ist. Und das hören wir zwar nicht gerne, aber wir lernen sehr stark auch durch Krisen, durch Leid. Ist alles gut, wie es ist. Trust. Danke, Frank.